Was ich ganz wichtig fand heute war, zum ersten ist ganz klar rübergekommen, zum Gründen ist es nicht zu spät. Das ist keine Altersfrage. Und das kann für viele eine vielversprechende Alternative sein. Zweitens, die unternehmerische Haltung, die dazugehört, ist auch keine Altersfrage. Wer selbstverantwortlich ist und nicht risikoscheu, der kann in jedem Alter was schaffen. Und dazu braucht es nur Mut, das umzusetzen. Und wenn es dann nicht genug Gründungen in unserem Land gibt, dann liegt es doch eher an den Rahmenbedingungen und den politischen Verhältnissen, die das behindern, als daran, dass es nicht genügend Leute gibt, die in verschiedenen Altersstufen Mut haben. Dank ihrer Berufserfahrung, da unterscheiden sich Alt und Junge, hat natürlich Vorteile. Und zwar so, dass man bestimmte Dinge schon mal gesehen hat, dass man Dinge besser kann. Also zum Beispiel Konflikte in Teams moderieren, ist eine Erfahrung, die hat man übers Alter gelernt. Also ein ganz großes Problem ist unser Rentensystem, das eine starre Altersgrenze hat. Sie haben ein Riesenproblem, wenn Sie Geld riskieren, dass Sie nur ein ganz kleines Schuldvermögen haben. Sie haben ein großes Problem, wenn Sie schon Rente haben und wollen dazu verdienen. Das sind also Dinge, die man rechtlich schon regeln könnte. Allerdings auf Bundesebene ist jetzt nicht das Thema für Berlin. Was für Berlin ich jetzt als Politiker mitnehme, ist einmal das Thema Beratung und Förderung, dass man überhaupt, wie gesagt, teilweise im Mittelalter ist und zu stark auf Businesspläne geht, auch zu wenig auf die Dinge, die Menschen mit Lebenserfahrung einbringen können. Beim Thema Finanzierung, auch da gibt es schon Dinge, die sehr stark auf Junge eingerichtet sind. Das kam hier eben auch, dass die Bank immer sagt, wie viele Jahre zahlen es denn zurück. Auch das ist eine Sache, die man politisch regeln könnte. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die gelten für alte und junge Gründer. Wir haben einfach eine ganze Menge an Bürokratie und Hürden und Anmeldungen, die man erstmal überwinden muss, wenn man ein Geschäft aufmacht. Und da ist es natürlich sinnvoll, es wegzuräumen. Zusammengefasst, ich bin der festen Überzeugung, nachdem wir es heute gehört haben, es gibt viel mehr Menschen, die gründen könnten, wenn man es ihnen teilweise auch erleichtern würde. Das sind nicht die Kernpunkte, nicht wirtschaftliche und organisatorische Hürden, das ist Fantasie und zum anderen rechtliche Hürden, wo man als Politik was machen kann. Und genau das ist die Aufgabe der Politik, solche Hürden wegzuräumen. Sie haben gesagt, Mut. Wir als FDP haben uns ja German Mut auf die Fahne geschrieben, ganz groß. Und deshalb nehme ich das mit als Aufgabe, falls Sie die FDP fürs Abgeordnetenhaus unterstützen, da auch mehr German Mut umzusetzen und in Berlin dafür zu sorgen, dass Hürden weggeräumt werden, auch für ältere Gründer und hier eine Dynamik entsteht, wo Sie alle eine Chance haben, was gründen zu können. Schönen Abend dann noch und ich hoffe, wir können da auch noch eine Weile drüber diskutieren und dass das so heute gelernt hat. Vielen Dank.